Moin zusammen. So, Sonntagmorgen. Ich habe gute Laune. Muss ab und zu auch mal sein. Grund dafür ist teilweise kariert, die Zukunft ist eine Falle. Das ist die Nummer 3160. Sie suchen Heilung, die Gilde der Ahnenhüter jagt sie unerbittlich. Ja, Cover, sehr actiongeladen, sehr stimmungsvoll, sehr detailreich. Also so die Technologie, das gefällt mir recht gut. Ja, ist diesmal Dirk Schulz. Also man merkt so, das kommt schon an Arndt Drechsler an. Das ist technisch vielleicht so ein bisschen detaillierter noch. Von der Stimmung her vielleicht nicht ganz, aber nah dran. Also so dieses dampfende Schutzschild von unserem Quintaren. Doch, hat was. Also gefällt mir gut. Schönes Cover und ein super Roman. Muss man echt sagen. Also, der Vorgängerroman war ja schon gut, der hat 9 Punkte abgestaubt und ich muss sagen, gutes Ding. Also hat mir gut gefallen. War tolle Science Fiction. Das ist so das, was ich mir eigentlich von einem Perry Rhodan wirklich erhoffe. Also wirklich richtig tolle SF. Sense of Wonder, wir sind im K.O. Porter. Wir haben natürlich dann die Technologie der höheren Mächte. Haben auch was zum Nachgrübeln. So ein paar Aspekte kann man definitiv ruhig mitnehmen und nochmal die Gedanken kreisen lassen. Finde ich immer super. Aber es ist auch eine schnelle und immersive Abenteuergeschichte. Also genau das, was Perry eigentlich sein sollte. Tolle, spannende Abenteuer-SF, auch mit so einem bisschen Mehrwert noch mit dabei. Und ihr seht es ja schon an meiner Tafel. Also ich habe lange gerungen, mein Bewertungssystem. Ja, also ich sage immer so, wenn ich Buchkritiken mache, so Dune ist so, der Wüstenplanet ist so die 10 Punkte. Wir haben natürlich jetzt eine Perry-Bewertung und so ein Heftroman hat natürlich nicht den Platz und das Umfeld von so einem 700 Seiten Science-Fiction-Roman. Ja, deswegen, ich würde sagen, bei Immersion, das Ding hat mich gefesselt. Gut, ich habe mir zwar zwischendurch einen Kaffee geholt, aber ich dachte jetzt, sieh zurück, ich will das Ding weiterlesen. Ich würde sagen, da gebe ich mal volle 4 Punkte. Das war doch definitiv über weiteste Strecken Hyperraum. So ein, zwei Stellen, okay, da muss man nochmal drüber nachdenken, aber alles in Ordnung. Genau. So, worum geht es überhaupt in dem Roman? Perrys Mann, also das ist ein Typ, in diesem Fall natürlich jetzt hier unser Bruce Gilvey, der halt als Zeitlotse sich da bewegen kann. Unser Perry ist natürlich mit dabei, verbaut, der im Glanze ist mit dabei. Wir haben unsere Sprachwissenschaftlerin Cornelia Zant mit dabei. Gucki spielt noch so ein bisschen Nebenrolle, haben wir sonst noch wen mit dabei? Ich glaube, das war es auch fast schon. Ja, also Alles Kassett leer ist noch mit dabei. Ja, aber hauptsächlich sind wir mit unserem Bluesjungen unterwegs, der halt dann so das verbindende Mitglied zwischen diesen 3 Städten ist. Und ja, wir sind halt in der, wurde im letzten Roman ja schon angekündigt, es geht in die zukünftige Inkarnation der Stadt Derlin. Das ist die Stadt Kult. Ja, und in Kult ist die Zukunft nicht ganz so, wie sich Verbaut das so erwartet hatte. Ja, also man merkt schnell, jemand manipuliert Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und ja, spannende Geschichte. Da geht es sogar dem Quintaren ans Leder. Ja, doch, also durchaus spannend, durchaus Action. Also man merkt schon, ja, da ist Umf dahinter. Sense of Wonder ist natürlich immer gut. Zeitreisen ist immer schwarze Kunst, sage ich mal immer, oder dunkle Künste. Ja, also schwarze Magie, wie mein Chef das immer früher sagte, oder einer meiner Chefchef, ich glaube, der Chefchef sagte. Ja, also trotzdem, Sense of Wonder, viel drüber nachzudenken. Ich würde sagen, da können wir ruhig volle 2 von 2 Punkten geben. Zyklusrelevanz, Zyklushandlung. Also dieser Doppelroman ist eigentlich das, was ich mir vom Karotaren-Zyklus wirklich erhofft habe. Ja, auch wenn es halt kammerspielartige Züge zeigt. Gut, das ist jetzt einfach dieses abgeschlossene Umfeld. Die Stadt ist halt unter diesem K.O.-Faktum entkoppelt vom restlichen K.O.-Porter, so wie es aussieht. Ja.
Hat natürlich so ein bisschen auch die Mankos, die so eine Zeitreisegeschichte haben. Ich finde, die sind immer so ein bisschen kurzgeschichtlich. Also die gehen auf eine Pointe, auf einen Wendepunkt, auf einen Twist. Ja, mag man nicht. Ja, ist vielleicht noch so ein bisschen das, was ich so. Die Art der Geschichte kann man anmeckern, da kann natürlich jetzt aber kariert nichts dafür. Also ich muss sagen, er hat es wirklich das Optimum rausgeholt, was rauszuholen ist aus so einem Konstrukt. Und ich würde sagen, also ich ringe definitiv mit mir, ob ich jetzt hier wirklich volle Punktzahl geben soll, ob ich jetzt wirklich sage, das Ding steht auf dem Level von Dune. Ja, aber jetzt einen halben Punkt abziehen, ist nur um des Abziehens willen, macht auch keinen Sinn. Also ich habe jetzt mich mit mir selber geeinigt, wann gebe ich sonst noch mal 10 Punkte? Das ist dann wirklich für einen Wim Wandemann, wenn er wirklich so ein epochales, auch literarisches Meisterwerk schreibt, die dann alle Aspekte drin haben. Da sehe ich, es ist stark nah dran. Also ich würde sagen, ich gebe Kahirt noch mal die Möglichkeit, noch mal eine Schippe draufzulegen, sagen wir es mal so. Ich gebe 1,75 Punkte. Ich habe mich mit gerungen, ob ich jetzt wirklich volle 10 Punkte gebe, aber soll ich? Soll ich nicht? Also ich ringe wirklich mit mir. Ich gebe jetzt 1,75 Punkte. Wer möchte, ist es absolut legitim, das auf 10 Punkte aufzurunden. Ich habe mir schon vorgenommen, weggenommen, was da wirklich mal rauskommen wird. So ein bisschen Zeitreisegeschichten. Ist vielleicht auch so ein bisschen symptomatisch, wenn man sich so ein bisschen mit dem Handwerk beschäftigt. So ein paar Dinge sind einfach dann liegen in der Art der Geschichte, in den Mechanismen, die dahinter liegen, dann zugrunde. Und Kahirt ist ein sehr strukturierter Mensch. Denke mal, er plant die Geschichten sehr, sehr genau, sehr akribisch. Das merkt man auch zum Beispiel bei den Miniserien, hat man das super toll gemerkt. Bei den Zool-Miniserien. Fand ich sehr gelungen, sehr toll gemacht. Ja. Und ich würde sagen, Leistung des Autors, eine perfekt umgesetzte Zeitreisegeschichte. Mit allen Problemen, die so eine Zeitreisegeschichte so mit sich bringen. Also da macht man sich zwei, drei Knoten ins Hirn. An der Leistung des Autos gibt es definitiv nichts auszusetzen. Ganz im Gegenteil. Beide Daumen hoch. Definitiv. Da gebe ich jetzt mal zwei Punkte. Und wir sind bei 9,75 Punkten. So. Ja. Wer mag, rundet es auf. Definitiv. Das kann man definitiv so lassen. Ich habe da vielleicht so ein bisschen internes Problem mit meinen Bewertungsmaßstäben. Ja, also knapp 10 von 10. Würde ich sagen. Okay, machen wir einfach mal einen Cut, bevor es noch alberner wird. Ja. Ja. Tolles Ding. Also definitiv nur zu empfehlen. Das war mit einer der besten Parries. Kommt fast an die Bully-Geschichte ran. Also, ja, Cut haben wir gemacht. Also, wer das Ding noch nicht gelesen hat, schaltet jetzt definitiv aus und lest den Roman. Es lohnt sich, definitiv. Also, zusammen mit dem Vorgänger auf jeden Fall. Tolles Ding, nur zu empfehlen. Ja, okay, Cut haben wir gemacht. So, wer gespoilert werden will, bleibt hier. Wer nicht, haut ab. Oder schaltet aus, liest den Roman und kommt später wieder. Ja, ich muss sagen, tolles Ding. Zeitreisen, wie gesagt, ist immer ein bisschen problematisch. Das ist so die schwarze Magie der Science Fiction. Hat das Problem, wenn man halt wirklich in der Zeit zurückreisen kann, Dinge anders machen kann, gucken kann, was bei rauskommt. Das hatte ich vielleicht auf Twitter schon geschrieben, das erinnert ganz stark so an die retrograde Optimierung der atopischen Richter. Thees hat das auch öfter gemacht. Also im Prinzip ist aber dieses Umdenken. Dass man einfach quasi guckt, was am Ende bei rauskommt, und einfach zurückgeht und sagt, okay, wir machen das anders. Also Thees an sich fand ich eine witzige Idee, hat allerdings den Nachteil, wie gesagt, dass man, dass das schnell beliebig wird. Also das ist halt der Unterschied zwischen also vorherbestimmter Zukunft
und einer Zukunft, an der ich als aktiv gestaltendes Element was tun kann. Ich kann zum Beispiel, wenn ich mir Mühe gebe, wenn ich Dinge besser mache als normal oder als ich es sonst tun würde, dann sollte es dann nachher auch was Besseres mal rauskommen. Wenn ich jetzt sage, die Zukunft ist vorherbestimmt, kann ich machen, was ich will. Ja, also das ist wirklich eine hochphilosophische Frage. Finde ich auch einen ganz spannenden Aspekt, das anzusprechen. Ich glaube, alter germanischer oder Wikinger-Glaube ist ein ganz anderes Weltbild zum Beispiel. Also im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, ging es dabei darum, sein Schicksal zu erfüllen. Also im Prinzip mit einem guten Namen da rauszukommen, das Beste rauszumachen, was so die Götter vorgesehen hatten oder die Zukunft, die Nornen vorangesehen haben. Ja. Anderes Weltbild, ganz spannend, also kann man echt definitiv länger mal drüber nachdenken. Führt uns zum Thema Weltenbau. Da, ja, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, nächsten Donnerstag bin ich bei Robert Corvus zu Gast, kann mit ihm so ein bisschen über das Thema Weltenbau parlieren. Habe natürlich auch schon ein, zwei Gedanken gemacht. Gut, man sieht, nee, andere Seite, ich komme immer durcheinander. Ich beschäftige mich ja selber so mit dem Thema Science Fiction, schreibe selber auch Geschichten und muss sich natürlich grundlegend dann auch Gedanken drüber machen, in was für einer Welt spielen meine Geschichten. Ich bin so Verfechter der These, guter Weltenbau ist auch, wird dann so gut, so lebendig, dass er quasi ein eigener Charakter wird. Also er ist streng genommen natürlich kein Charakter, verhält sich aber ungefähr wie einer. Ja, bevor ich da jetzt allzu weit abschweife, ja, was gibt es sonst noch Schönes? Wetter draußen, blauer Himmel, es wird warm, bin ohne Winterjacke spazieren gegangen, war schon mal sehr angenehm. Ja, das Wetter wird wieder wärmer. Ja, die politische Großwetterlage ist nicht so dolle. Und ich denke, das Wichtigste ist halt einfach mal ruhig zu bleiben und sich nicht verrückt machen zu lassen. Ja, also so einen kleinen Reservevorrat anzulegen ist ja okay, aber jetzt nicht irgendwie wie bei den Klopapierhamstern dann sich irgendwie Vorräte bis zum Ende des Jahres oder das Ende des Lebens anzuschaffen, macht keinen Sinn. Also das ist vollkommen sinnlos. Ja, also nee. Denkt mal drüber nach, dreht eine Runde, lüftet mal so einen Kopf ein bisschen aus und denkt mal drüber nach, was er da macht. Und ja, okay, so, bevor ich mich jetzt mit allen verscherze, würde ich sagen, also ja, definitiv tolles Ding, war mit einer der besten Parries letzter Zeit, hat echt Spaß gemacht, Kahirt hat sich definitiv zu seiner alten Form aufgeschwungen. Man merkt, das Ding ist wirklich grundlegend durchdacht. Es ist toll geschrieben. Es ist eine spannende Geschichte. Ich habe es gerne gelesen. Ich habe noch ein bisschen was mitgenommen zum drüber nachgrübeln. Und ja, also ich glaube, viel mehr kann man von Perry nicht verlangen. Das ist definitiv beide Daumen hoch. Ich würde sagen, rundet es für euch von auf 10 auf 10 auf. Ich habe jetzt mit meinem Nummerierungssystem das Problem, dass irgendwo natürlich die Basislinie hinlegen muss. Und irgendwann wird es auch albern. Aber definitiv gutes Ding, mit einer der besten der letzten Zeit und absolut eine Leseempfehlung. Also die beiden Romane zusammen, ja, beide Daumen hoch. Tolles Ding. Ich würde sagen, dreht eine Runde. Schöner Sonntag, schönes Wetter hier. Stoppt ein bisschen frische Luft, bewegt euch und lasst es euch gut gehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens am Donnerstag. Hoffe ich. Macht's gut.